Und da sind wir wieder vorne bei Kapitel 11. Ein Kapitel, was wir eigentlich aus Vermächtnis mehr oder weniger schon kennen, aber ich habe das Gefühl, das Kapitel könnte uns noch echt den Arsch aufreißen. Warum? Ja, das haben mehrere Gründe. Erstmal muss ich hier irgendwie dafür sorgen, dass ich ein bisschen mehr Defense kriege. Sie hat 13, ist gar nicht mal so doof. Ich mache hier mal eine Rochade mit Gunther so da oben. Hinata kommt da bitte auch weg gegen Tsubaki. Irgendwie die Gegner hier sind stärker als erwartet. Und vor allem habe ich da ab und zu noch irgendwie einen Typen übersehen gefährdet, zum Beispiel hier oben. Ein Meister Ninja. Ich meine, hallo? Da ist einer. Weitere ist hier und haben wir hier nochmal einen. Also es kann echt noch eine üble Sache werden. Die Truppen soweit stimmen. Ich habe auch schon mal überlegt, Ring wieder reinzunehmen, aber nö, lass mal so wie es ist. Ich würde doch gerne noch Sakura irgendwie. Ist doof. Ich dachte so. Darunter kommen wir gar nicht. Und doch hier runter, weil er hat doch eine ziemlich große Reichweite. Ja, das sieht schon besser aus. Ja, wollen wir sagen, versuchen wir es mal so, wa? So, kennen wir alles. Unser Missionsziel ist ja klar. Erstmal Seiswahnsprech, mit dem eigentlich alle angesprochen sein sollten. Zumindest laut Asura. So, was das verstanden haben und dann halt alle platt machen. Und genau da wird's halt lustig. So. Eigentlich ist das Kapitel ja, wie soll ich sagen, es ist nicht wirklich irgendwie etwas schwieriger, sondern es sieht irgendwie schwierig aus. Aber mein trotzdem, Stangen-Naginate, Eisen-Naginate, die können schon wehtun, die haben eine ordentliche Stärke. Ich meine, klar, es gibt noch einen Notfallplan im Sinn, oh, das ist noch ein Meister Ninja. Notfallplan, wenn wir mal mit Michael voranstellen und alle anderen Truppen hinten dran und dann irgendwie so absahnen, aber das will ich irgendwie nicht. So. Die Strategie klappte soweit. Ochsengeist zweimal, Stahlkeule-Typ ist weg. Wenn ich dann noch Asura in der Hinterhand zum Nachdoppeln, aber es reicht. So weak. So, jetzt haben wir hier natürlich noch so einen Ninja. Der ist relativ flink. Und ich natürlich auch mit Tsubaki direkt mal kritten. Okay, Tsubaki sagt nein. Oh, er war doch raus. Hat natürlich nichts dagegen. Oh, diese dämlichen Flöcke. Ja, ist natürlich auch dämlich, aber was soll's. Bei Wurfball wird er echt gedoppelt. Das ist schon scheiße. Naja. Ja. Ja, trotz allem so, Gunther, auch Hanna und Hinata sind eigentlich schon diejenigen, die wir gerade aktuell dabei haben, die ich eigentlich gar nicht trainieren möchte. Also wenn die krepieren, ist mir relativ egal, sag's mal jetzt ganz unverfroren. Ich verliess ja doch ein bisschen weniger. Wenn ich irgendwelche Fähigkeiten nehmen. Alles fähigkeitslos, nicht noch. Muss eigentlich noch als gutes Zeichen werten. Im Sinne von, es kann sich bald alles schon mal ändern. So, jetzt kann ich ihn natürlich unterheilen. Sehr gut. Frage ist, willst du den letzten Schuss setzen? Ja, offenbar will sie es ja nicht. Ja, schön geschwächt, toll, aber viel davon. Ernsthaft eine Kombi. Ich kann den Typen aber nicht vergessen, keine Sorge, vor allem in Hayato. Ich könnte natürlich auch mal hier mit Einfrier machen. Das würde gerade irgendwie so scheiße laufen sollte. Warte mal, Case. Kombi mit Felicia? Ja, ja, die Flöcke sind mir. Ist alles klar. Okay, setzt hier den Finisher, okay. Da hat zwei Chancen, also bitte. Ich würde gerade sagen.
Den wir jetzt auch ein bisschen verwundern, wenn das neben gegangen wäre. Aber zweimal. So, ein Typ weniger. Jetzt haben wir natürlich den plus den hier. Naja. Ich senke noch die Defense. Leck mich am Arsch. Ich werde da noch ein bisschen nachhelfen. Aber erstmal ist natürlich die Frage. Wir haben hier einen Ninja. Der hat nicht viel Resistenz. Hayato wird ihn sicher mit einem Angriff killen. Die Frage ist bloß, ob ihn ausweichen. Und ich nur mal sicher und sage, okay, ich nehme Case, der trifft sicher. Oder also genau was anderes. Und das ist halt so die Frage. Hm? Wenn ich die da bewegen würde, könnte ich sogar dahin. Ja, komm. No risk, no risk. Ich weiß, es gibt auch einen Spruch, no risk, no fun. Aber ich habe echt keinen Bock, dass Hayato hier drauf geht. Och, Menno. Diese scheiß Dinger, ey, ganz ehrlich. Ich weiß, was denn auf den Keks? Ich bin relativ viel Power, wa? Natürlich nicht wirklich durch. Problem ist, Kageos Pfeil rein von der Power her nicht. Komm, mit 56 weichst du aus, Case. Geht doch. Hat Level C erreicht. Sehr gut. Jetzt kann ich mit Michael nach hier runter. Ich kann zur Not sogar eine Kombi machen, wegen ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Vor allem mit nur 9 ist er schon. Vor allem hier gedoppelt. Also, das ist ein. Das ist doch so doof. So. Und dann wird noch ganz schön geheilt hier. Ja. Es sind nur 5 Punkte, aber 5 Punkte kann einen Arsch retten. Von dem her. Eine gute Idee. So, jetzt können die drei angegriffen werden. Das ist durchaus so geplant. Gar kein Problem. Takumi geht mal ein wenig zurück hier. Ja, ich kann ja gar nichts. Wenn er relativ weit kommen würde, sind natürlich auch die Spieße, wa? Ach komm, entfern die mal, Takumi. Sind die mal los und haben ein paar Sorgen weniger. Zumindest fürs Erste, so. Ich wusste, es hat er doppelt. Naja, die Eisenachse, natürlich. Wow, sie ist nicht daneben. Jo, greift der andere an und dann ist Gunther wohl weg. Ich mag alt sein, aber darf noch nicht sterben. Interessantes Deutsch. Aber ich kann, darf noch nicht sterben. Jetzt sind wir zurück und schützen Miller Michael auch in Zukunft. Ja, und jetzt ist er definitiv weg, oder? Ja, schützen Miller Michael auch in Zukunft. Ich ziehe mich zurück, das klingt eigentlich eher so. Ja, also wäre nach dem Kampf wieder dabei. Ich habe schon mal die Vermutung geäußert, dass es vielleicht Charaktere in unserem Team gibt, die gar nicht sterben können. Zum Beispiel auch Asura, wenn man schon ein bisschen wundern, wenn die plötzlich weg wäre. Ja. Was soll ich sagen? Klar ist scheiße, dass eine Einheit stirbt. Da ist gar kein Thema. Andererseits wollte ich Gunther eh nicht trainieren und es gibt. Ich muss es so umverfahren, wie es leider ist, auch sagen. Es gibt Schlimmere, so muss ich darüber. Am besten nicht hier reinmarschieren, das wäre noch ganz, ganz hilfreich. Ich muss doch hier hoch, oder? Stahlschuriken! Ja, Waffenlevel erhöht, kann ich jetzt nutzen. Case macht sich. Level 11. Oh, ein bisschen stärker Fähigkeit. Alter. Gut, Resistenz, ein bisschen mehr Tiefen, das wäre auch ganz nett. Sie kommen jetzt bis da unten hin. Okay, dann muss er bis da. Und dann kann ich ihm was vorsingen.
Also muss ich echt aufpassen, ey. Unsere Einheit ist gar nicht mal so stark, wie ich eigentlich gehofft hatte. So, ein bisschen quatschen. Sei so! Was macht ihr hier? Wir kommen hier zu helfen. Das waren deine Rauchzeichen, richtig? Ja, waren es, aber es war kein Notfallsignal. Ja, ich weiß, Kay sagte uns, dass es als Warnung gedacht war. Aber niemals hätte ich dich einmal so einem Feind überlassen. Für mich bist du ein wertvoller Verbündeter. Ihr habt doch Wissen durch in Gefahr begeben, nur um uns zu helfen. Nun gut, ich habe mich überzeugt. Kein Verräter soll sich so verhalten. Nee, Sakura hat wohl recht, was eure Beweggründe angeht. Lasst uns zusammen kämpfen. Let's fight together. Ich werde nicht enttäuschen, sei so. Jo, Mann. Legen wir los. Wir müssen sie retten. Kageo, haben wir gesehen, wa? Ja, ja, ich kenne Kageo. Ja. Auch hier, ich habe nicht vor, die zu trainieren, ganz ehrlich gesagt. Ich denke, sowohl Saisa als auch Orochi und Reina. Ja, Saisa, gut, bei Saisa kann man sich das überlegen. Im Prinzip ist ein Notfallkäse, wenn man so will. Orochi hat bereits bei Vermächtnis trainiert, deswegen hier gebe ich jetzt gerne mal Hayato den Vorzug. Reina. Gut, man entwickelt Einheit. Ich meine, das Spiel ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt haben wir Fähigkeiten. Kameradschaft kennen wir. Effektive Geschwindigkeit plus 5. Das könnte eigentlich noch interessant sein. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen beobachten, Leute. Echt damit? Ja, doch, das könnte noch was werden. Könnte man doch hier durch. So. Jetzt haben wir hier den Typen noch. Diesen Typen noch. So, da attacken wir auch mal ein bisschen. Schaden verteilen. Oh, yes. Und wir darf. Watch out. Watch out, einmal voll ausgewichen. Den konnte er nicht ausweichen. Yeah, man. Peace and love. So. Auch hier. Wieso war's? Kommen hier mal die zwei ganz kurz. So. Die nehme ich auch auf den Zeiger. Boom. So. Wir gehen sowieso nach Osten. Das heißt, er wird erstmal hier die Gegner anlocken. Der kommt nicht so weit. Stahlschuriken. Eisenschuriken. Es sind starke Waffen, keine Frage. Kann ich da. Eine grüne Waffe am besten. Grün, blau natürlich. Also eigentlich Fujin Yumi. So Bögen wäre ganz nice. Mal ganz kurz, was wir noch machen könnten. Ich wäre sogar dafür, dass ich im Prinzip mal Mike vorwärts. Oh nee, jetzt schon wieder. Ja, dann gehe ich nochmal. Da bin ich auch ein bisschen mühsam, wenn ich einmal die Pfeile entferne oder die Pflöcke, wie auch immer, ist ja scheißegal, wenn ich die nicht nochmal haben. Sag ich mir, nö, ich hab's einmal gemacht, weg mit denen, tschüss. So. Jetzt doch mal hier hin, ihr seid die Abfangtruppe, das klappt soweit ganz gut. No damage. Okay, was? Kann nur einer? Voll fies. Er macht nicht viel Schaden, das ist schon mal gut. Das ist einfach viel zu schnell, aber kann irgendwie das supermäßig viel Speed hätte. Ja, Doppelkatan bringt es eigentlich noch voll, wa? Kann man ja mal riskieren. Ich meine, hallo, wenn der schon 5 Schaden machen würde, bei 14%, was machen erst die anderen?
eigentlich etwa gleich, wa? Also, die Taktik könnte funktionieren. Der kommt auch nicht hin, das heißt, ich kann eigentlich alle so anlocken. Na ja, gut, dann wird ein Problem. Jetzt stick ich mit dir. Na ja, komm, reicht schon. Stahlnaginator! Und aufgeschlitzt. So. Denke mal, Hinata kann noch ein bisschen Unterstützung vertragen. Geschwindigkeit noch ein bisschen mehr. Sehr schön. Ja. Im Prinzip könnt ihr alle ein bisschen mehr Power vertragen. Na ja, komm, ich schicke mal Oboe noch hier hin. Die sowieso von dem ja auch. KP ziemlich noch voll. Okay, dann bleibt ihr mal hier. Ja, aber ja, klar, dass wieder kommen muss. Aber da oben ist mir gerade ziemlich egal. So, was macht ihr Schönes? Ein bisschen hier rüber. Hui. Da oben natürlich auch alle. Vor allem Takumi. Ja. Das ist echt nervig, dass sie ständig wieder kommen, diese scheiß Pflöcke. So. Jetzt sind nur 40, steigert sich. 52, okay, hat aber kaum Schaden. Made it next time. Do your best, yo! Bin ich ja eigentlich dabei, wa? Also mein Käse kam voran. Was bringt mir das, wenn mir immer so viel Schaden reinzwirbelt? Sag die meisten Lanzen nehmen, wa? Wer trotzdem mich da rein, haben wir einmal gehittet. Der hat trotzdem irgendwie scheiße. Ich will erstmal hier alles wegräumen, wa? Ich reise trotzdem nur bis dahin. Ja, das hat irgendwie gerade ein bisschen Weg, Freunde. Na ja, komm, Doppelkatana. Nur 27 Trefferquote. Mit 27%, okay, das muss fast schon ein Rekord sein bei mir. Das habe ich noch nie erlebt. 27% getroffen. Nice shot. So. Das instant weg. Und das mag ich, Takumi. Und das Problem ist, dass sowieso ziemlich schnell sind. Kann ich so versuchen zu doppeln? Da wird ein Crit eigentlich schon genügen. Eigentlich. Wollen wir ganz kurz, wie sieht es hier oben aus? Natürlich voll in die Reichweite reinmarschiert. Ja. So, war natürlich auch sehr elegant. Macht mir mehr Probleme als ich dachte, der Typ da oben. Ich muss mit dem Bogenfuzzi. Fare thee well. Fare thee well. Man nennt mich auch Ferdinand. Hätte eigentlich nicht, wenn ich mit Tsubaki zuerst angreife. Direkt die Stahlnaginate. 100% kommen, also da irgendwie. Ja, natürlich mit 5% kritest du. Ja, ist gut, ist, ja. Das gibt irgendwie den Sinn des Spiels, war mich zu verarschen. Level up!
So. Mhm. Sehr gut. Wie sieht's aber hier aus? Hm. Subaki wäre am stärksten, wa? Könnt ihr sein, dass einer krittet? Kann aber auch das Gegenteil sein. Ach, egal, Mann. Drachenstein und tschüss für die Büs. Michael so. Kack mir doch alles an. Ich klang so. Der war eh nicht zu warten, dass er wieder kommt. Ich weiß, jetzt kackt es mich an und keinen Bock mehr drauf. Krieg dich, Mann! Versuch's doch! Sorry. Ja, sorry! Au! 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 Einfach nur au! Drachenadern! Weg mit euch! Und der Stab, der ist so. Ja, so was. Was rennt sich auf Stab? Pap, Knab, Dab, der. Keine Ahnung. Will gar nicht sein. Nur mal sagen, die Leute machen ein paar Sachen wieder langsam vorbei. Und aber trotzdem sagen wir mal ganz kurz hier oben noch, sind zwei Typen, die kann ich eigentlich schön anlocken, vor allem mit den beiden. Passte ganz gut. Und dann ist der Blütenstab auch weg. Also der Blütenfest. Und Level 8. So. Der Rest passt soweit auch, wa? Da haben wir alles noch ein bisschen, okay, ein bisschen Schaden genommen. Will ich aber sowieso nicht trainieren hier. Und er kommt. Aber er macht nur 2 Schaden. So. Jetzt mit dem Typen da oben aus, kriegst du ihn alleine hin? Eigentlich schon, wa? So relativ effizient, wie es aussieht. Aber ist mal ein bisschen zu schnell. 12, da fehlt eigentlich nicht viel. Ach, mit Takumi kombinieren? War ja klar. Meist langsam macht doppelt den Damage. Könnt ihr auch Takumi vorschicken, wa? Quasi so. Und dann. Ah, im Wald wechseln geht nicht. Interessant. It's all me! Bam, in your face, Digga! Sehr gut! Jo, jetzt haben wir einen weißen Ninja hier, der ist scheiße, da müssen wir gar nicht groß drüber fachsimpeln. Die Frage ist bloß, wie kriege ich den ins Klein? Im Kelvin-Style. Ich könnte natürlich. Einfrieren wäre eine Variante. Ach du Scheiße, okay, Magie-Mäß verträgt da ziemlich noch viel. Ja. Der greift zweimal an, das finde ich jetzt ein bisschen doof. Will ich ihn überhaupt killen? Nee, aber ich würde ihn eigentlich relativ gut schwächen, wenn er sein soll. Level 17! Yo, Mann! Waffenlevel B, sehr gut! Ja. Einfrieren war 99%. Gar nicht mal so ein schlechter Wert.
Ich hab's nicht vergessen, von ich hab's nicht vergessen, dass ich hier noch Doppelkatana habe. Das könnte mir eigentlich auch noch nachschreiten. Komm, da kann ich den richtig hin. War auch zu wenig Damage. Okay, bringt nichts. Naja, ich mache schon guten Schaden, das ist nicht das Problem. Ich komme nur gerade, ob das irgendwie noch erhöhen können wird. I can always count on you. Ja, du zwar, obwohl ich gar nicht im Vorteil bin. Gehen wir das Risiko ein. Ich weiß, ich könnte es jetzt eigentlich beenden. Und die Erfahrungspunkte sollen ja eigentlich andere kriegen. Natürlich! 35% erweicht aus. Schöne Scheiße. Er macht 11, wenn er trifft mit 33%. Muss er erstmal treffen. So, wir haben weiter geschwächt. Sehr gut. Ich muss eigentlich Asura noch wegkriegen. Das ist gar nicht mal so ein schlechter Angriffswert. Weil er also einmal noch irgendwie überleben muss. Dann sinkt bei ihm die Defense noch. Du. So. Also ist hier mit einfrieren. Habe ich doch jetzt getroffen? Ja, habe ich. Das heißt, er kann Subaru nicht mehr angreifen. Ist ja schön, trotzdem kann er. Okay, der zwar relativ viel Geschwindigkeit, das heißt, er könnte sie einmal angreifen. Mit Stärke 16, ja, und dafür so eine Verteidigung, ne? So, und dann noch ein bisschen. Ah, Pflegegegner zu weit. Pflegegegner. Nee, okay, bin noch zu weit weg. Ja. In Inato blockt sowieso ab. Ihr habt es gesehen, da von Dingsbums Wert her. Also die Shield-Variante. Eben greift einmal an mit 12, okay. Es ist nicht gut gemacht von mir, aber es klappt. Boom, boom, dann tut er jetzt scheiße. Aber trotzdem, ja, Gunther trotzdem gestorben. Es sollte nicht so sein, es hat trotzdem passiert. Shit happens, wenn man sagen kann. Danke fürs Zusehen, Freunde, bis zum nächsten Mal hier bei Final Fates Offenbarung. Und dann... Oh, was, einfach nur ein Zug gereicht? Ach du Scheiße. Bis zum Ende des... steht sogar bis zum Ende des Zugs, okay. Jo, wird interessant. Bis nächstes Mal und ciao zusammen.